Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Ihr dachtet vielleicht, ihr klickt auf ein Video und ich spiele einfach ein Horror-Game, was in einem Wald stattfindet. Aber nein, der Twist ist, ich bin in einem actually Wald, Digga. Und wir spielen ein Horrorspiel, was nicht im Wald stattfindet. Um mich rum ist absolut gar nichts. Also ich, hier, ne? Hier ist absolut gar nichts. Der Einzige, der heute mit dabei ist, ist der Kollege hier. Basti GHG. Alright. Das ist der Einzige, der mich saved. Und damit ich das Ganze hier auch im Wald gescheit zocken kann, hat mir MSI einen Laptop zur Verfügung gestellt. Und zwar den MSI Titan 18HX A14V. Das ist der beste Laptop, den die rausgebracht haben. Das Ding ist krass. Und damit ihr checkt, wie krass der ist, der kommt mit einem 4K 120 Hertz Display. Ich glaube, jeder, der jemals in seinem Leben irgendwas gezockt hat, weiß, wie unfassbar geil das ist. Vor allen Dingen für einen Laptop. Außerdem kommt der MSI Titan 18 mit einer 4090 und einem i9 14900HX. Das Ding ist absolut packed. Also egal, ob ihr ein Storygame oder ein Shooter oder ein unfassbar krass gemoddetes Minecraft spielen wollt, hiermit geht wirklich alles. Und MSI hat natürlich noch neben dem Titan 18 noch andere Laptops in unterschiedlichen Preiskategorien. Also no joke, das ist wirklich alles zu finden. Egal, ob ihr jetzt einen Laptop braucht mit Upgrade auf Intel Core HX Prozessor der 14. Generation für noch mehr Power oder halt Modelle mit Intel Core Ultra Prozessoren, mit denen ihr super kreativ arbeiten könnt und auch die ganzen neuesten AI-Features nutzen könnt. Da ist wirklich alles zu finden. Also checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung. Deswegen vielen, vielen Dank an MSI fürs Sponsoren dieses Videos und fürs Bereitstellen dieses Laptops. Ohne den wäre es lange nicht so geil gewesen. Und jetzt viel Spaß, weiter mit dem Video. Oh mein Gott. Okay, Bro. Rebecca. Ich habe vergessen, dir das zu geben. Bitte nimm einen Stift vom Tisch und unterschreibe es. Zoe. PS, viel Glück. So, zum Unterschreiben der Papiere an der Tür verwenden. Okay. Okay, boom, wir haben es unterschrieben. Boom. Ja, perfekt, Digga. Ja, super Sache, Digga. Ey, war eine Hammer-Idee, Digga. Übelst geile Content-Idee mal wieder. Ey, wirklich... Super starke Idee, Digga. Top. Ich hab übelst Bock. What the fuck? Rebecca. Oh, mein fucking. Oh, Bruder. Perfect timing. Oh, mein Gott. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Okay, Bruder. Digga, es ist so laut bei mir, ne? Ich hab das so runtergeregelt. Ihr hört das in minus 8 dB, Chat. Ich hab das so laut gemacht. Ich hab den Kopfhörer auf Maximum, ich hab den Laptop auf Maximum und ich hab das Game auf Maximum, Bro. Es ist so laut, Bro. Okay, gut. Ja, wer ist er, Bro? What the fuck, Junge? Aber nice Beule. Wir laufen mal hier lang. Okay, was geht hier ab? Oh mein Gott! Oh, Digga. Oh mein Gott, Bro! Oh mein Gott, Digga! Es wird die Hölle, Bro! Es wird die Hölle! Es wird die fucking Hölle! Ihr habt keine Ahnung, was ich für eine Pussy bin, Alter! Okay, ich hab keine Ahnung, was das ist. Ah, vielleicht müssen wir den einen Typen da reinfahren. Yo, 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 yo. Alright, wir müssen den jetzt mit dem. Oh mein Gott, ist das kacke. Okay, man kann die Maus jetzt schon nicht nach oben bewegen. Das ist krass. Man kann nur den so angucken. Da wird doch jetzt schon wieder was passieren, oder? Das sieht mir jetzt schon so scuffed aus. Kühlung. Um eine Leiche in die oder aus der Kühlung zu bringen, öffne das Fach mit dem Namen der Person, ziehe das Gestell heraus und schiebe den Wagen dorthin. Oh mein Gott, oh Digga, ja moin, Alter. Okay, so. Und jetzt reinfahren, oder? So, boom, easy, oder? Ding jetzt hier hin. Ah, ja, ja, genau. Okay, so. Okay, wir müssen jetzt diese Hot Mama hier mitnehmen. Wie nehme ich die mit? Ich weiß nicht, wie ich die drehe, Digga. Ach, Digga, es ist low sense as fuck. Oh mein Gott. Bro. Okay, Digga, what the fuck. Oh mein Gott, okay, ja, ja. Alles gut, das war nur crazy low sense. Alter, holy shit. Counter-Strike einfach. 10 DPI. Hallo? So. Alright, I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Alles klar, Chef. Bruder, hat man, wenn man tot ist, noch so crazy stabile Boobs? Also jetzt, ich will jetzt nicht den machen, Bro, aber hat man?
Untersuchung einer Leiche. Bewege den Mauszeiger über einzigartige Körpermale wie Muttermale, Kratzer und blaue Flecken und interagiere mit ihnen, um sie auf dem Klemmbrett zu erfassen. Ich weiß nicht, wie ich das gerade richtig mache. Also hier ist ein Muttermal. Ist sonst noch irgendwo eins? Ich glaube nicht. Geh mal in ihre... Oh mein Gott, Digga! Oh. Hm. These old windows never stay latched. Bro, shut the fuck up. Real talk. Du hättest diese gottverdammten... dieses gottverdammte Fenster hätte nicht zufallen müssen. No joke. Das ist kranke Scheiße, Mann. Ist das hier eins? Nee, das ist nichts. Okay. Das hier habe ich schon, ne? Ach, guck mal, hier in der Schulter, ist das noch eins? Nee. Den haben wir schon. Okay. Kopf müssen wir uns noch einmal angucken gleich. Ich glaube, andere Seite der Hüfte haben wir noch nicht. Wieso raucht die Tote? Das ist einfach nur, dass ich das eingesammelt habe. Ah, okay, ich habe alle. Okay, geil. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Okay. Was hat er gesagt, Chad? Was hat er gesagt? Ah, okay. Zur Eingabe von Informationen zu Leichen. Auf das Symbol Aufzeichnung. What was that? I didn't say anything. Oh ja, moin. You all right? Oh ja, ist alles top. Yeah, I'm fine. Oh ja, top. Sorry. Oh ja. Auf das Symbol Aufzeichnungssystem klicken, um das Programm zu öffnen. Die Bereiche auf dem Klemmbrett mit den entsprechenden Bereichen am Computer abgleichen. Nach der Eingabe aller festgestellten Körpermerkmale auf Übermitteln klicken. Alright, Aufzeichnungssystem. Name. So, das ist die gute... Dorothy Page. Geile Sau, ist 87 Jahre alt. Dann in der linken Schulter haben wir Keratolyse. Im rechten Arm haben wir Flecken. Und im rechten Bein auch. So, übermitteln. Boom. Easy fucking going, Chad. Easy. So, jetzt drucken wir das aus. Boom. Einbalsamierungsbericht. Ein Paket mit Unterlagen des Leichenhauses über die Behandlung der Leiche. Vorne ablegen, damit sie auf Anfrage verfügbar ist. Okay, mach ich. Was genau meinen die mit vorne? Meinen die vorne in... Ah ja, okay. Okay, Bro. Okay, es ist ziemlich easy zu checken, wo ich hin muss, Chat. Hier sind legit orangene fucking Footsteps, alright? So, boom, boom. Time to embalm. Boom, easy. Alright, jetzt müssen wir die alte Drecksau Cut ist raus, Wilbo. So, jetzt müssen wir die nette Dame einbalsamieren. Kiefer mit Nadelinjektor und Ligaturnadel verschließen. Digga, was zum flying fuck, Bruder. Augenklappen einfügen? I'm missing something. Okay, zieh den Mechanismus nach oben und drücke die Injektionstaste, um Haken in den Schädel zu treiben. Digga, jetzt spiele ich auf einmal Dr. Bibber, Bro. Ich dachte, das ist ein Horrorgame. Okay, was muss ich machen hier? Was muss ich hier machen, Bro? Das sieht so dumm aus. Ah, okay. So, wir tackern jetzt die Alten hier das Maul zu, so. Hallo, Basti. Ich feiere deine Challenges. Alright, so, machen wir Mund zu. Zack, boom. Alright, easy. Das ist crazy, dass ich diese Gags mache, während wir in so einem scheiß Wald sind, Bro. Okay, also, jetzt müssen wir die Augenkappen platzieren. Aber vorher muss ich einmal kurz meinen Sack platzieren. So, alright. Zack und zack. Müssen wir noch irgendwas festtackern hier irgendwie? Ah ja, so, zack und zack. Alright. Alles klar. Easy, alright, Chad. Ich glaube, wir müssen erstmal ein paar Learnings machen und ich glaube, das wird später noch crazy. Chad meinte, das ist ein sehr, sehr gutes Game. Ablegen, boom, Skalpell, ablegen, boom. Liegt das jetzt einfach auf dem Boden? Ja, okay, ja, top. So, zack, zack. I can't hold anything. Digga, jetzt muss ich das hier one... Oh mein Gott, fucking, was war das? Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. Bruder, was ist das für ein Scheißladen hier? And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Boom. Alright, easy. Alright. 80-20 Mische der Alten gemacht. Schauen wir mal. Okay, was brauchen wir jetzt da? Was muss da drauf? Mit der Arterienklemme. Warum habe ich das so weird vorgelesen, Bro? Mit der Arterienklemme die Schläuche an beiden Adern befestigen. Und mit Einbalsamierungspumpe. Digga, ich dachte, wir spielen ein fucking Horrorgame, Bro. Auf einmal, ich spiele hier so ein verficktes Biologiestudium. Was geht denn jetzt ab?
Was ist das für eine kranke Scheiße, Digga? Junge, ich wusste nicht. Ich dachte, wir spielen Horrorgame, Bro. So, Arterienklemme. Und jetzt die Schläuche. Bro, what the fuck, Digga? Auf einmal ist die R2D2, Alter. Was geht jetzt ab? So, okay, und was jetzt? Pumpe einschalten und Körper spülen lassen. Jo, das ist ultra, richtig laut, Digga. Das ist übelst chillig. Digga, ist die alte Zippe jetzt auch mal durchgespült? Ah ja, okay, perfekt. Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen und Schiff verschließen. So. Sorry, ich meine natürlich die nette Dame, mein Bad. Oh, zack. Super, was jetzt? Einen leeren Infusionsbeutel mit Körperhöhlenflüssigkeit füllen und den Troka in den Bauch, in die Bauchhöhle einführen. Oder absolut keine Ahnung, was gerade gesagt wurde, aber wir nehmen mal das. Das ist. I can't hold anything else. Oh mein Gott, Digga. Ich höre immer nur, ich kann nicht, ich will nicht, Digga. Ey, Mann, Alter. Okay, einen leeren Infusionsbeutel mit Körperflüssigkeit füllen. So, Infusionsbeutel, zack. In die Bauchhöhle einführen. Füllen der Körperhöhlen. Führe den Trokar bis zum Anschlag rein, um das Eincremen der Einbalsamierungsflüssigkeit einzuleiten. Ich find's nicht, Oma. Kufiers Spiel. Nee, das wird euch doch richtig crazy, Bro. Ich habe auch das Gefühl, das wird richtig crazy doch. So, jetzt die Feuchtigkeitspflege, Chat. Damit die Dame auch noch ein bisschen hält, ne? So, aufs Gesicht packen. Bewege das Tuch über das Gesicht und halte dabei die Interaktionstaste gedrückt, bis die Lotion aufgebraucht ist. So, Oma, wir machen jetzt ein bisschen dein Gesicht sauber. Hey, moin, chillig, Digga. Oh ja, die Feuchtigkeitscreme hat übelst gewirkt. What? Die Feuchtigkeit. Why don't you go ahead and head out? Geile Feuchtigkeitscreme, Digga. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Alles klar. Ciao, ciao. Mega laser, dass du dein neues Zimmer im Seven vs. Wild Stil angelehnt hast. Ist dir nicht kalt? Es ist crazy kalt, aber nur an den Händen. Der Rest geht. Ich hab ein langärmeliges T-Shirt, ein T-Shirt und noch ein Pullover an. Und wenn ich möchte, hätte ich noch eine Jacke und einen Topf. Also, das ist crazy. Alright, wir sind wieder auf Arbeit, Chat. Wir wurden am selben Tag abends nochmal hinbestellt, nachdem wir tagsüber schon paranormale Sachen gesehen haben. Mega geil. Can't wait. Guess I'll head to the back and get started. Digga, das war ein Erfolg. Das war ein Steam-Erfolg. No way. Throw the red ways. Boah, der ist relativ stabil, Alter. Holy shit. Ja, was ist das? Oh mein Gott, Digga. Okay. Okay, hier ist abgeschlossen. Ja, Moment, das lassen wir mal an. So, alles klar. Ja, ich komme ja. Hallo. Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just wait, what? Stay calm. Hab Digga gar nicht gesehen, yo. Da steht jemand. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here. Also, Sie müssen noch ganz kurz warten. Ich telefoniere noch kurz. Bin gleich da. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay. Die meisten sind fein. Bruder, warum sollte das überhaupt noch nachts gemacht werden? Bruder, man kann doch die Arbeit auch tagsüber machen, Bro. Ich habe einige Dinge für dich auf dem Desk. Ich werde dich wieder anrufen, wenn du in die Embalming-Room kommst.
No, wait. Oh, damn it. What the fuck? This is insane. Dann fangen wir mal an, wa? Ey, Chat, es ist nur ein normaler Tag, meinte der am Telefon. Also Real Talk, was soll schief gehen? Ach, Digga, Junge, wirklich. Bin ich eine Arztpraxis, Alter? Digga, es ist mitten in der Nacht. Alright, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. Digga, was für ein Dämon, Bro. Need to learn the demon's name. Bind it to its chosen body and burn it in the retort. Look, wir müssen den Dämon an deinen Körper binden. I wish I could do more for you. What the fuck? Stand das im Stellenangebot? Nein. Stand nicht auf LinkedIn, Bro. Sets to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber Chat, es gibt gratis Obst. Burn the correct body. Es gibt gratis Obst und gratis Wasser. Jo, top. Open it up. Ein gutes Arbeitsklima. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. Mann, Digga, hier wird halt safe irgendwas passieren, Digga. Ich werde mir gleich in die Hose scheißen. So, ich grab mir jetzt einfach irgendeinen Buddy. Kann ich einfach nehmen, wen ich will, oder wie ist das? Digga, wer ist denn er, Junge? Rätsmann einfach. Alright. Ja, perfekt. Gewitter auch noch. Super Sache, Digga. Top, das Ding kann ich wieder nur rückwärts fahren. Auch was soll hier schon schief gehen, right? Crummy old building. Lock me in here. Scare the shit out of me. So, jetzt wieder Low Sense einmal drehen hier. Ist aber ganz gut, da wird mir ein bisschen warm. Oh mein Gott, Digga, holy shit. Bruder, der sieht aus wie die Frank Rosin, Bro. Okay. Digga, das ist Frank Rosin, Bro, what the fuck. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er gleich aufwacht. Zack, dann machen wir mal hier die Tür zu. Alles klar, so. I don't have my clipboard. Oh, ich habe Klemmbrett nicht. Hier. Okay, wichtig. At least I can keep track of things. Alright. Puh. So, als allererstes müssen wir seinen Körper identifizieren, Chat. Wir machen auch mal vorsichtig aber die Tür zu. Nicht, weil ich eine Pussy bin, Chat, sondern weil wir nicht umsonst Geld für die Heizung bezahlen wollen hier, right? Guck mal, das sind alte Heizungen. Ne, ist nicht gut isoliert, also da geht sowieso schon ein bisschen was verloren. Dann wollen wir jetzt nicht noch extra was verlieren. Schau mal nach hinten. Ja, da ist zum Glück nichts. Ist alles gut. Alright, was haben wir hier? Also, wir haben einmal hier irgendeine Gammelstelle hier am Kopf. Warte mal, ich glaube, da muss ich hier hin. Oh, mein Fall! Oh, nein, Bruder, nein. Och, Digga. Och. Hallo? Och, Digga. Nope. New job. I'm getting out of here. Digga, what the fuck, Bro? Okay, Bro, okay. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, ob wir das richtige Game rausgesucht haben, Leute. Ja, wir gucken mal. Digga, ich so, zacki. Bumm. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, sieht gut aus. Rosine Awakens. Screw this. I'm getting back to work. Boah, ich hab noch einen Erfolg bekommen, weil ich direkt wieder angefangen habe zu arbeiten. Easy fucking going. So, hier am Fuß hat er so ein bisschen Fußpilz. Easy. Hier ist auch noch was. Okay. Habe ich das schon? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. So, ist hier noch am Sackel was? Nee. Okay, ich würde sagen, wir haben es, oder? Habe ich irgendwas übersehen, Chat? Ich denke, wir haben es. Alright, ich trage das jetzt alles in den PC ein. Wie ich es gelernt habe. So, Aufzeichnungssystem. Das ist der gute Chris Zorro, man. Nachtschichtsystem. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. Okay. The database contains. At every moment,
demon is funneling its energy through you, weakening you. Ja, ja, dafür haben wir keine Zeit. Alright, 36. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. Oh fuck, ich hätte das, glaube ich, anhören sollen. Oh nein, Digga. Ich glaube, ich hätte das anhören sollen. Ich bin gefickt, Digga. Okay, egal. Egal, Chat, ich bin Pro-Fucking-Gamer. Ich weiß, was ich machen muss. Okay. Okay, wenn wir unseren Verstand verlieren, sollen wir auf dem Papier kritzeln. Okay. Okay. Vorne gibt es einen Stift und Papier. Und wir sollen regelmäßig checken. Alright. Alright, weiter geht's. So, ich glaube, wir holen als allererstes mal Stift und Papier hier vorne. Darauf sollen wir kritzeln, wenn wir besessen werden, langsam. Also wir verlieren anscheinend Stück für Stück unseren Verstand. Und immer wenn wir es tun, sollten wir darauf kritzeln quasi. Das wurde uns gesagt. So, hier machen wir wieder zu wegen der Heizung. Chillig, wegen der Heizung, klar. So, dann würde ich sagen... machen wir weiter, ne? I can't use that here. Na, ich hätte jemand wohl die Stromrechnung nicht bezahlt. Chill, was mussten wir machen nach dem Drucker? Wir mussten den Einweisungsbericht irgendwo reinmachen. Ah, hier, ne? War das hier? Nee, das ist dicker. Was ist das für ein Voodoo-Schrank hier, Bro, hä? Okay, keine Ahnung, was hier... Okay, das machen wir mal wieder, das machen wir mal erstmal wieder zu. Ah, vorne war das, ja, genau. True. Oh, was? Warte, das soll ich mal kurz anhören. Die Tontafel in der Mitte wird als Mal bezeichnet. Okay, das brauchen wir, glaube ich, um den Dämon zu besiegen am Ende. Mhm. Okay. Das ist das Gerät, mit dem wir den Dämon bändigen können. Bro, es ist mein erster fucking Arbeitstag und ich werde von einem Dämon besessen. Chillig, Digga. Bro, wo arbeite ich? Bei Nestle? Warte, was muss ich machen? Die Dämonen können überall sein. Wir sollen überall nachgucken. Und wir müssen rausfinden, was für ein Dämon es ist. Okay. Reagenz zur Einweisungsflüssigkeit, lege die Sigillen offen, erstell das Mal und platziere es auf der Leiche. Wenn du dir sicher bist, verbrenne im Kremationsofen. Okay, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, wir können uns das notfalls später nochmal anhören. Hoffe ich jedenfalls. Man muss halbe Studie machen für das Spiel. Ja, real talk. Ein besonderes Stück Schriftrolle, das dämonische Zeichen aufzeichnen kann, wenn ein dämonisches Zeichen in der Nähe ist, glimmt und verbrennt das Pergament, wodurch das Zeichen in der materiellen Welt gefunden werden kann. Okay. Okay, mit Q. Soll ich mal machen? Soll ich mal Beleg machen? Okay, Chat sagt, ich soll es direkt machen. Okay. Dann unterbrechen wir kurz die Arbeit und gucken, ob es hier irgendwo verbrennt. Wir sollen überall nachgucken, meinten die. Ich glaube, dass wir das erst später machen müssen. Oh mein fucking Gott! Okay, 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 okay. Yo, 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 yo. Alright, okay. Kurzes Stück Pizza. Okay. Hier ist anscheinend ein Dämon, Digga. Was muss ich jetzt machen? Kritzel? Weiterlaufen? Oh mein Gott, ich war noch nicht nah genug dran. Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Okay. Okay, 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 okay.
Wir machen das mal hier zu, das nervt mich irgendwie. Oh, da, oder? Oh mein Gott, ah, Digga. Aber wie benutze ich das? Warte mal, das ist das wahrscheinlich, Chat. Chat, in der echten Welt meint nicht im Real Life. Das wird jetzt nicht im Hintergrund spawnen, Digga. Okay, das ist so ein G. So ein G, was auf der Seite liegt, würde ich sagen. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Boah, das hat sich angehört wie so, oh, don't remind me, I'm minding my own town business. Dann hat mich das gerade erinnert. Was zum Fick hat gerade gelabert hier? Was war das? What the fuck, bro? Okay, Das ist dieses Symbol hier. Oder? Ich denke mal, wir müssen das wahrscheinlich hier raufpacken, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal behaupten, so. Alles klar, so. Dann würde ich sagen, arbeiten wir weiter und bringen, wie es sich gehört, den Bericht vorne in den Aktenschrank. Time to embalm. So. Ah, perfekt. Jetzt balsamivisieren. Wir machen den Typen fertig, alright? Warte mal, bist du wirklich im Wald? Nee, Bro, es ist ein fucking Greenscreen, der hier gerade ist. Digga, was zum Fick? Wie bin ich wirklich im Wald? Natürlich bin ich wirklich im Wald, Digga. Was ist das für eine scheiß Frage, Digga? Hier ist gar nichts. Was soll das sein, fucking Greenscreen, Bro? So, erstmal, ich habe schlechte Neuigkeiten. Sie sind tot. So, Nadelinjektoren. Wo sind denn die jetzt, Digga? Die liegen jetzt nicht mehr hier. Oder habe ich die noch? Ist das hier? Ja, ne? So, Nadelinjektor. Und was brauchen wir noch? Ligaturnadeln. Das ist, glaube ich, das hier, ne? Ja, perfekt. So. Schönen guten Tag. Alles klar. Wir müssen noch einmal ins Gesicht rein. Digga, jetzt. Digga, der ist doch richtig glücklich. Der freut sich richtig. Na ja, gut. Na, zack, hier schön die Dinger mal festtackern. Zack. Oh, hier die nochmal. Jo, top. Der freut sich doch. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Super Sache. Zack. Alles klar. Dann einmal zumachen hier. Bruder, bei der Frau brauchte ich zwei Swiper, Digga. Er hat so einen großen Mund. Ich muss dreimal swipen. Holy shit. Junge, Mr. Big Maul einfach. Mal die Äuglein auf. Dann setzen wir hier was Kleines rein. Achso, warte, wir brauchen die. True, wir brauchen die, die Augenklappen. Bruder, warum muss ich jetzt auch gerade noch Gewitter. Ja, Digga, also ich mache halt das Fenster jetzt nicht auf, ne? Also, das ist klar. Methanol, wo hatten wir diese Augen-Dinger, Chat? Seht ihr die gerade? Ah, hier glaube ich wahrscheinlich, ne? Ja, perfekt. So, das brauchen wir einmal. So, der Herr, einmal die Äuglein auf, da kommt hier was Kleines rein, zack, so. Und gute Nacht. Schlaf gut. Alright. So, alles klar, was müssen wir als nächstes machen? Wir müssen. Oh, Digga, jetzt müssen wir die fette Pumpe mischen, Chat. Okay. Reagenz im alten Schrank. Ah, wir müssen noch eine Reagenz hinzufügen. Okay. Ah! Wir müssen jetzt, warte mal. Können wir erst weitermachen, wenn wir genau wissen, was das für einer ist? Weil das ist diese Reagenz, die wir hier mischen, glaube ich. Erst wenn du weißt, wer der Dämon ist. Okay, solange mache ich einfach weiter, oder? Das heißt, ich mache den jetzt ohne diese extra Reagenz, würde ich sagen. Ah ja, perfekt. Oh, perfekt, ich habe meinen Namen schon. Super Sache. Alles klar, so, Formalidings muss rein, Feuchthaltemittel, Bleichmittel brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Methanol brauchen wir, Gewebefestiger, Methanol ist, glaube ich, hier. Feuchthaltemittel, wo war das nochmal? Ist das, glaube ich, das hier, ne? Ne, das hier, ja. Yo, yo, Okay, check den Beat. Warte, also ich soll wahrscheinlich kritteln, ne? Okay, Digga, holy shit, ich wusste nicht, dass wir Metro Boomin hier im Haus haben. Digga, Metro Boomin ist der Dämon. Holy shit. Okay. Okay. What the fuck? Yo, yo. Holy shit. Da haben ein paar Drums drauf, yo. Also das Ding ist, ich hab jetzt halt schon gekritzelt, Digga. Was mache ich jetzt? Junge, hast du mal auf die Uhr geguckt, Digga, ist schon topo spät, Bro. Papier, Digga, ich hab schon gekritzelt. Soll ich nochmal?
euch hin. Ich muss hingehen, I guess. Oh mein Gott, es hat aufgehört. Oh Gott, bless, Digga. Push den Wichser, Digga, das ist nicht Rainbow Six Siege, Digga. What the fuck? Ruf Ordnungsamt wegen Ruhestörung, dann ist Rückzug Ruhe im Puff. Einfach mit so Besen hier so an die Decke. Ruhe da oben. Ich versuche hier zu pennen, ich muss morgen 6 Uhr auf Arbeit sein. Okay, so, das machen wir erstmal zu. So, wir machen weiter, Chat. Wir machen weiter. Wir müssen Glutaralidhyd-Dings holen. Das habe ich nie und nimmer richtig ausgesprochen, Digga. Wo ist denn das? Das ist das Falsche. Brauchen wir das feuchte Haltemittel, brauchen wir noch. Ah, das habe ich so. Glutaralidhyd brauchen wir. Hat jemand einen Plan, wo das ist? Ist draußen. Bro, shut the fuck up, ist es nicht hier, Wichser. Ah, hier, oder? Ja, perfekt. Easy. So. Alles klar. Und dann machen wir mal die Pumpe an, wa? Mussten wir nicht die Pumpe abmachen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, ich muss wirklich diese Reagenz mit reinmachen, Chat. Ich glaube, wir müssen, no joke, die Reagenz noch mit reinmachen. Ich kann das nicht anmachen. Okay, das müssen wir also dann doch schon jetzt machen. Okay. Dann... Aber wir wissen nicht, wer der Dämon ist. I can't use that here. Oder soll ich das einfach nehmen ohne irgendwas? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben gerade nochmal reingehört. Muss ich das hier einfach auswählen, so wie ich es gemacht habe? Das ist das, was wir gesehen haben. Dann eins von der Flüssigkeit nehmen, das habe ich auch schon getan. Und dann packe ich das jetzt einfach da rein. So, alles klar, dann machen wir weiter, Chat. So, der Herr, wir stellen einmal hier den Hals auf, zack. So, jetzt brauchen wir die PVC-Schläuche, glaube ich, ne? Ja, genau. So, wo sind wir? Wo haben wir die? Einen Moment, die muss ich eben suchen. Schläuche. Hier. Alles klar. So, das kann jetzt ein bisschen wehtun. Digga, ich behandle den so, als wäre der so auch noch am Leben, Digga. So, zack. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Das muss da einfach jetzt rein. Ach so, wir müssen erstmal die Arterienklemme reinmachen. Ah ja. So, und zack. Alles klar. So, ich würde noch einmal hier den Körper durchspülen, wa? Dann wünsche ich Ihnen mal viel Spaß. Das kann jetzt hier so 15 Minuten dauern und dann sehen wir uns, ne, gleich. Pumpe einschalten. Dicker, die Pumpe geht aber nicht an. Why didn't you let me die? Dicker, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt kritzeln? Das hilft nichts, Chat. Kitzeln? Ich kann diese Maschine nicht anmachen, Leute. This is all your fault. Oh mein fucking Gott. Okay. Yo. Ich hab mir eingestuhlt. In-game. Fuck, Jungs. Ich hab was in der Hose. Okay, alles klar. Es war nur ein Traum, Chat. Es war nur ein Traum, alles gut. Wir machen jetzt die Maschine an. Soll ich kritzeln trotzdem? Oder wie lange dauert die Scheiße, Junge? So, Chef. Das Hammer, Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen, Schnitt verschließen. Alles klar, dann machen wir das mal. Ja, hier wird ja sicherlich kein Jumpscare jetzt kommen. Was kann Magic Cutter? Easy. Einen leeren Infusionsbeutel mit Körperflüssigkeit füllen. Alles klar, das machen wir. Das müsste hier sein. Chat, das Game ist easy. Das Game ist easy. Und den Troker. Ach, jetzt müssen wir wieder in seiner Bauchkehle rumpieksen.
Was genau war das? Es war... Soll ich kritzeln, Dicker? I don't know. Wir machen es mal vorsichtshalber. So, der Herr, ich müsste dann einmal hier rinnen. Oh, ups, so, ich find's gerade nicht, jo. So, hier, zack, immer noch hier ein bisschen drin. Boah, hier ist auch noch ein bisschen was. Oh, whoopi, 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 whoopi. So, machen wir hier nochmal. Hier noch ein bisschen Saft rein. Alles klar, dann hier noch ein bisschen. So, dann machen wir noch ein bisschen hier. Das könnte jetzt ein bisschen kitzeln, Achtung. There we go. Alles klar, das haben wir. Reiniger im Schrank zur Toilette. Oh mein Gott, ja, Bruder, da wird doch jetzt safe was passieren. Oh mein Gott, bei Gott, da wird doch jetzt was passieren, Bro. Hast du auf Ernst deine Wohnung gekündigt für den neuen McLaren? Bro, nein, Digga, es ist nur ein Special Stream. Okay, ich hab noch meine gottverdammte Wohnung, ihr. Bro, das ist crazy, Digga. Okay, das ist das nächste Symbolchat. Ne, das ist eine Lampe. Okay, hier ist es irgendwo verbrannt. Es gibt jetzt irgendwo ein Symbol. Meint ihr, es ist hinten vielleicht an der Leiche dran? Hm. Okay, wir müssen jetzt das Symbol finden. Meint ihr, das Symbol ist halt, also... Ist das Symbol quasi nur... Digga, vielleicht ist das Symbol nachts sichtbar? Also, wenn das Licht aus ist, meine ich. Im Badezimmer? Oh, maybe das, ja. Oh mein Gott, ja, da ist es. Okay, eine 9. So eine Art 9, right? Okay, das ist ganz gut, weil wir müssen eh hier, glaube ich, das hier mitnehmen, ne? Alles klar. Oh mein Gott, jetzt wird doch safe was passieren. Oh Mann, Leute. Okay, es ist nur, es ist, alles gut, alles gut, alles gut. Es ist mehr so eine Art Story. Ach, Digga, ach, Digga. Ach, Digga, ach, Digga. Ach, das ist doch Arsch, Mann. Ach, Bro, das ist doch kranke Scheiße, Digga. Ach, Mann, Junge, Alter, warum denn? Digga, warum denn? Das Game war doch so funny bis dahin, Junge. Das Game war doch so chillig, Bro. Das ist so unnötig. Okay, Bro. Okay, oh, Bruder, das ist so geisteskrank unnötig. Bitte lass diese Tür sein. Ach, Mann. Ach, Diggi. Ach, Mann, Alter, ich hasse das. I've been there all day. I've been there all day, yeah. Wo ist Ariana? Oh mein Gott. Ach nee, ach Digga. Ja und jetzt? Was jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal geradeaus. Ach so, für Klemmbrett haben wir Taschenlampe. Aber für Raum haben wir keine. Jo, Klassiker, Digga. Guck dich mal um. Ja, mache ich. Oh mein Gott. Oh mein... Okay. Okay, ich hab... Digga, ich weiß nicht, ob das... Soll das... Ist das so? Ist das intended? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, wir sind zurück. Puh, okay. Warum ist die Musik... Was jetzt? Was jetzt? Oh, was jetzt? Was jetzt? People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. Hör auf zu kritzeln. Ja, ich glaube, kritzeln ist ehrlich nicht gut, Digga. Wir kritzeln mal nicht. Alles klar, so. Okay, und jetzt müssen wir die Leiche in den Kühlraum bringen, Chat. Jetzt wird's ein bisschen weird, Bro. Okay.
So, kurz die Low Sense hier. Okay, wo habe ich den rausgenommen? Are you sure? Ich brauche einen Zettel, ich brauche einen neuen Zettel, Chat, ich brauche einen neuen Zettel. Falls wir einen neuen Dämon haben. Er war ganz links, ne? Okay, sieht gut aus. Ah, das ist klar. Dann machen wir das hier rein, machen das zu. Und fahren das hier einfach wieder nach vorne. So. Okay, dann müssen wir jetzt Ernest Mario machen. Okay. Alles klar, Kollege. Dann laden wir dich einmal auf. Sorry, ich muss hier wieder kurbeln. Ah. Digga, warum ist die Tür zugegangen? Wir können ja fragt das hier nicht. Das passt schon so. So. Alles klar. Zack. Alright, easy going, Chat. Easy going. Wir haben unseren zweiten Patienten. Alright. Er grinst. Oh ja, der freut sich. Guck mal, der ist richtig glücklich. Dem geht's richtig gut. Bro, der sieht ein bisschen low-key aus wie Tolkien, oder? Tolkien LOL, der LOL-Streamer. Okay, alles klar. Hey, wir machen einfach unseren Job-Chat. Das ist unser zweiter Patient. So, alles klar. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir alles in den PC eindrücken. Alright, so. Wir haben einen neuen Eintrag. Alles klar. So, wir haben Ernest Mario. Digga, ich wünsche, das Mario mit Nachnamen, Alter. Ernest Mario ist crazy, Bro. So, rechter Arm haben wir das, rechtes Bein das, linker Arm das und linkes Bein das und rechtes Bein habe ich schon. Alright, das müsste alles sein. Easy fucking going, Chat. Easy fucking going, Bro. Moin, Kevin. Könntest du das Licht ausmachen? Will pennen dann. Danke dir. Yo, Slenderman mit den 5. Slenderman, danke für die 5er-Bombe. Wir haben das jetzt ausgedruckt. Zack, das müssen wir jetzt nehmen und wir müssen es wieder in den... Ihr habt es auch gesehen, oder? Na, komm doch raus, wenn du dich traust. Okay, wir müssen das wieder in unser Ding hier einbringen, einordnen. So, machen wir hier zack, einmal rein damit. Boom, alles klar. Und jetzt wird der nette Mann einmal fertig gemacht. Na, wer ist meine kleine Leiche? Du bist es. So, alles klar. Wir brauchen den Nadelinjektor und Ligaturnadeln. Das sollte jetzt alles ein bisschen schneller gehen, weil wir jetzt ja wissen, wo alles liegt. Zack, zack, alles klar. Ich glaube, ist der glücklich? Da freut sich doch wieder jemand. So, zack. Perfekt. Jetzt hier schön unten noch einmal zutackern, das Ding. Alles klar. Das sieht so kacke aus. Ah. Hallo. Hallöchen. So, alles klar. So, dann müssen wir wieder die ganze Scheiße reinmischen. Achso, Chat, wir müssen, glaube ich, wieder diese Reagenz reinmachen, oder? Haben wir die vorhin reingemacht? Ich glaube, ja, ne? So. Das heißt, das muss rein. Ah, wir pumpen, wir machen hier irgendeine Scheiße rein. So, das hier. Was noch? Dann brauchen wir Methanol, Feuchthaltemittel. So, Methanol. Digga, ich muss sagen, aber ich finde das Game geil. Es ist irgendwie ein cooles Setting, so mit diesem, dass man hier so eine Art Job hat. Ich finde das bis jetzt echt geil. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Formaldehyd, wo war das nochmal? Boah, Digga, mein Puls ist gerade so hochgegangen, als ich das gesehen habe. Ich habe es vielleicht mega cool geplayt, ja. Aber ich habe, mein Herz ist so übel schnell gewesen gerade. Also auch so instant einfach. Ah ja. Alles klar, zack. So, Kollege, ich würde dann einmal durchspülen, ne? Nach der dauert kurz. Boah, Junge, das ist so laut, holy shit. Ich glaube, wenn die Pumpe einmal knack macht, dann ist fertig. So, alles klar, Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen, alles klar.
Boah, die Mucke ist mega chillig, Digga. So, jetzt den hier und dann machen wir den mal hier einmal rein. Oh, zack. Oh nein, da müssen wir kurz aber den Schuss einmal reinmachen. Boah, da ist Darth Vader mit im Raum. Waschbär mit den 5 ist auch dabei. Könntest du vielleicht ein bisschen leiser game? Würde gern pennen, danke. Jo, mach ich gleich. Mr. Morgame hat auch nochmal 5 donated. Bro, ich dachte safe, wenn einer von uns beide zuerst obdachlos wird, dann ich. Tja, Bro, table has turned. Ja, ist das scheiße. Danke, Mr. Morgame mit den 5. Die kranke Scheiße ist, Bro, das ist wirklich der echte Mr. Morgame. Das ist die crazy Scheiße. There we go. Oh, Telefon! Der Chef ruft an. Hello? I need to report a missing person. Sorry, her name is Rebecca Owens. She's 14. Rebecca Owens, she's 14. She has a drug problem. So I have that race. I don't know. She was here, at the house. Slit your wrist. I understand that. I need you to check them. All right. All right. I'll keep an eye out. Thank you. Warte mal, das bin ich? Digga, ich bin Rebecca. Also ich bin Kevin, aber also Inge halt. Digga, true, what the fuck? Ich habe das Gefühl, das sollte übelst der Schocker sein, wenn man da rangeht und so denkt, oh mein Gott, what the fuck, ich bin ja Rebecca. Ich habe 5 Sekunden später erst gecheckt, aber ich war es null gruselig. GG's, Bro. Mücke vom Bildschirm, bin der Dämon, keine Sorge, brauchst mich nur was zu kritzeln. Okay. Ernest Mario mit den 3. In welchem Wald bist du gerade? Frag für den Dämon. Jo, top. Alles klar, wir machen weiter. So, jetzt müssen wir den Reiniger im Schrank holen. Mega geil. Das letzte Mal, als wir da hingegangen sind, war es übelst chillig. Can't wait. Es hat mich nicht bekommen. Es hat mich nicht bekommen, Chat. Fucking easy. Weil ich ein fucking Mann bin. I need to report a missing person. She has a drug problem. She has a drug problem. Rebecca? Rebecca? Was war das für ein Geräusch, Rebecca? Rebecca! 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 Rebecca, don't! Oh, baby, no! Oh, my God, oh, my God, oh, my God! Fuck! Okay, baby, don't worry. It's okay. It's okay. Oh, wir hatten einen Autounfall anscheinend. Please, sir, I'm just right up there. I'm coming back. Anscheinend waren wir mit unserem Boyfriend unterwegs und wir hatten einen Autounfall, Chat. Digga, what the fuck, was passiert auf einmal? Hey! Hey, I found her! Down here! Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott! Holy shit! Okay. Bro, ich hab den Camlink rausgezogen, meine Kamera geht nicht mehr. No way. Oh mein Gott. Bro, das ist jetzt ungünstiges Timing, Bro. Wo ist denn der drin? Ich sehe den nicht. Die Jungs haben das aufgebaut. Oh mein Gott, wir sind zurück. Oh mein Gott. Okay, Chat, der Dämon kann uns nichts anhaben. Wir sind zurück. Alright, saved. Big save. Das ist nicht Kevin, das ist ein Dämon. Bro, nein, Quatsch. Okay, weiter geht's. Alright, wir machen weiter unseren Stuff, Chat. So, Reiniger haben wir geholt und müssen jetzt in die Pumpe füllen. Alles klar, machen wir mal einmal. Oh mein Gott, okay, hier ist ein weiterer Dämon. Chat, wir haben den dritten. Wir haben den dritten. Let's go. Okay. Let's go. Wo ist das, okay, wir müssen jetzt das Ding finden. Das Mal. Meint ihr, das könnte vielleicht in so einem Schubfach sein oder so? Würden die sowas machen? Tür? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Digga, what the fuck? Holy shit! Digga, was? Bro, wer ist denn er, Digga? What the fuck?
Alter Junge, ich dachte so, hä, was ist das hier ein komischer Schrank da oben? Okay, vielleicht auf der anderen Seite jetzt. Ah, let's go! Okay, was ist das? So eine Art H, würde ich sagen. Erschreckt man sich bei sowas zu Hause eigentlich mit? Schreibt's mal in die Kommentare. Okay, ich glaube, es ist das hier, oder? Ich gehe nochmal kurz gucken, aber ich glaube, es ist das. So, alles klar. Haben wir. Seit wann im Game? Boah, so in einer Stunde oder so? Digga, what the fuck? Bro. Bro, das machen die doch irgendwie über WLAN oder so. Digga, hier ist ein LED-Licht ausgegangen jetzt. Was ist denn das für eine kranke... Was ist denn das für eine kranke Scheiße, Bro? Oh, ich habe das Gefühl, jetzt passiert irgendwas. Ich drehe schon mal an ein bisschen, weil gleich kommt wieder Low Sense des Grauens. Ja, chillig, lieben wir. Eine Tür, die automatisch zugeht. Mega geil. Easy going, Chat. Easy fucking going. Alles klar, jetzt nehmen wir den nächsten, oder? So ein Autolicht, Bro, oder so. Okay. Ja, kann sein, dass hier irgendwo eine Straße ist oder so, ich weiß nicht genau. Dicker, hier ist keiner. Was, wen muss ich denn jetzt nehmen? Zweite von links? Ne, die haben wir doch schon, die Frau. Muss ich die nochmal machen? Okay, ich denke mal. Das ist eine andere. Ah ja, okay, vermutlich. Ich hoffe mal, das stimmt, Chat. Er hat drei Leute reinbekommen, ja, eigentlich stimmt das. Ja, sieht gut aus. Irgendwie ist mein Bildschirm... Alles klar, perfekt. Bro, what the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, Digga. Was los, dicker Ahn, Mann? Okay. Yo, normaler Tag beim Arzt. Alles klar. Oma, du wirst trotzdem untersucht. Du Mistvieh. Sorry. Irgendwas muss ich übersehen haben. Aha. Irgendwas habe ich noch nicht. Rücken drehen. Ist vielleicht auf der Seite nochmal was? Das habe ich schon. Irgendwas muss ich übersehen haben. Digga, einer schreit einfach rein an der Möse. Digga, das ist crazy, Bro. Real talk. Das, Digga, an der Möse ist crazy. Ah, hier am Fuß. Okay. So. Alles klar. Dann tragen wir das einmal hier ein. Alles klar. Wir haben die Malana Knight. Okay, das ist eine andere, ne? Chat ist unser letzter Patient. Ich glaube, wir müssten den Dämonen langsam haben. Das Ding ist halt, ich meine, wenn ich ein Spielentwickler wäre, würde ich es jetzt crazy machen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird passieren jetzt. Ganz schön gammelige Zähne. Also sie sind die gammeligste Leiche, die ich heute habe. Wollte ich ihn mal ausrichten. There we go. So, alles klar, dann holen wir ein paar Augen. Augenklappen. Wo waren die nochmal? Ich glaube hier. Ist doch eine Süße, ja klar. So, einmal Augenlein aufmachen. Klack, klack, boom, boom. So, alles klar. Was jetzt? So, jetzt müssen wir die ganze Pisse in die Pumpe mischen. Haben wir inzwischen schon ein drittes Mal gefunden? Bro. Auf gar keinen Fall, Oma. Verreckt da draußen. Ja, Oma, ich bin gerade auf Arbeit. Was soll ich dir jetzt erzählen? Nein. Nicht, wenn sie draußen an einem verfickten Fenster steht bei meinem Job um 0.30 Uhr. Oma, ich kann dir einen Einlauf geben, wenn du reinkommst. Aber anders gehen wir jetzt hier nicht hin. Also ich bin jetzt hier gerade auf Arbeit, ich kann... Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Digga, seit wann ist Oma so unchill, Digga?
Ich kenne die noch von Back in the Day mit Kartoffelsuppe. Auf einmal macht die diesen. Oh, chill, what the fuck, bro? So, und dann fehlt noch Glutarariat oder so. So. Ach, Diggi. Ach. Bitte sag mir nicht, ich muss da jetzt rein in den Raum. Weil das wäre ein bisschen uncool, Bro. Nah, Bro. Oh mein Gott. Alright, ich mach's, Chat, für den Content. Alright, für den Content. Oh mein Gott. No! I'm not going! I hate you! Please! Don't! Bro, what the fuck? Digga, what the fuck? Was passiert jetzt auf einmal? Okay. Oh, Chat, ich hab. Ich bin ja Rebecca und ich hab ein Drogenproblem. Das ist so eine Dingstunde. I don't wanna be you. Ne? So anonyme, alkoholikermäßige Nummer. I love you. Also, ich bin anscheinend tot. Somebody, get me out of here! They're gonna kill me! Ja, Top 5 chilligste Sachen, die ich hören möchte, während ich gerade mit meinem PC in einem Wald sitze. Mega cool. Das ist die Marmeladenoma, nachdem du ihr ein Wort gestohlen hast. Deadass, Digga. Okay, ich muss nicht irgendwelche Türen aufmachen. Was ist hier? Antidepressiva. Ich kann es aber nicht aufnehmen. High Risk, was heißt das? Ich habe einen alten Schlüssel. Okay. Muss ich jetzt das Antidepressiva nehmen? Bro, jemand schreibt hohes Risiko. Mann, so war es nicht gemeint, Dog. Ich weiß, dass das bedeutet. Oh, okay. Digga, das ist ultra trippy gerade, Chat. Soll ich zu dem Sarg gehen? Also ich kann auch ins Dunkle laufen. Oh. Oh, hier ist der Schlüssel! Oh mein Gott, da war er! Oh mein Gott, let's go! Let's go, big progress chat! That's not it. Oh, alles klar. Ich dreh um. Das war's. Ja, Bruder, was machen wir jetzt? Ich geh da hin, oder? Okay. Oh mein Gott, das bin ich. Oh mein Gott, ich hab mich selbst umgebracht. Oh mein Gott, ich hab mich umgebracht, Bro, in der Klinik. Ich bin tot, Digga. Ich sitze hier mit einer Münze in der Hand. Ich frage mich, ob ich hier eine eigene haben werde. Was würde das überhaupt bringen? Selbst wenn ich eines Tages mit meiner eigenen hier sitze, egal wie viele Jahre draufstehen, hätte ich deine immer in der anderen Hand. Für immer unverändert, unveränderlich. Es würde immer an das Leben erinnern, das wegen mir vorzeitig geendet hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, uns geht's glaube ich schlecht, weil wir sozusagen wahrscheinlich unseren...
Weil ich glaube, wir haben sozusagen unseren Freund umgebracht. Digga, ich habe so Herzrasen gerade, what the fuck. 5 Jahresmünze, Abstimmungsmünze, nee, Abstinenzmünze meines Vaters. Oh, es geht um meinen Vater, Kette meines Vaters. Ah, Nachttisch, ah. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke. Unaufgefordert tauchen Erinnerungen in meinem Kopf auf. Ein Moment der Glückseligkeit, zerrissen durch unvorstellbare Schuldgefühle. Nichts, was sie mir geben, hilft mir. Ich habe deine Kette immer noch. Das ist eines der wenigen Dinge, die sich hier drin... Ah, das war nicht unser Boyfriend, das war unser Vater, Dicker, vorhin. Junge, what the fuck? Ich habe deine Kette immer noch. Das ist eines der wenigen Dinge, die sie mich hier drin haben lassen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es noch ertrage, sie zu haben, wenn Oma mich das nächste Mal besucht. Gebe ich sie ihr. Ich will diesen Teil von dir unbedingt bei mir haben, aber ich habe Angst davor. Ich verdiene diese Kette nicht. Du hast mir erzählt, dass ich sie dir als kleines Mädchen jeden Morgen umgelegt habe, um dich aufzuwecken. Ich schätze, Kinder mögen glänzende Dinge und eine Gelegenheit, ihre Eltern zu nerven. Ich erinnere mich nicht wirklich daran. Ich weiß nur noch, dass du nach dem 100. Mal von mir genervt warst. Aber ich würde alles dafür geben, sie ein letztes Mal um deinen Hals legen zu... Aber ich würde alles dafür geben, sie ein letztes Mal um deinen Hals zu legen, dich aufwachen zu sehen. Bro, das ist crazy, Mann. Hier ist noch was. Ich habe wieder und wieder darüber nachgedacht, wie ich das hier schreiben werde. Papier nach Papier weggeworfen, doch dann wurde mir klar, es ist egal, wer wird das lesen. Eine Pflegekraft wird den Kopf schütteln und weitermachen. Irgendwann wird jemand zum letzten Mal an mich denken und ich existiere nicht mehr, so wie es sein sollte. Einen Moment nach dem anderen habe ich verschwendet. Ich habe dich verloren, weil ich selbstsüchtig war. Ich habe nie zugehört und es hat dich umgebracht. Ich allein habe alles ruiniert. Das Einzige, was ich jetzt wirklich erreicht habe. Digga, warum wird's auf einmal so ruhig? What the fuck? Ich schaff das nicht mehr. Ich kann hier nicht hierbleiben und so tun, als ob ich will, dass es besser wird. In Wahrheit habe ich aufgegeben. Digga, wer ist denn die ganze Zeit da am fucking Lichtschalter, Junge? Ist da Nosferatu von SpongeBob? Alter Schwede, Junge, ich bin gerade in einem deepen Text drin. Ich schaffe das nicht mehr. Ich kann nicht hierbleiben und so tun, als ob ich will, dass es besser wird. In Wahrheit habe ich aufgegeben. Ich habe aufgegeben, als ich dich getötet habe. Ich möchte kein Teil hiervon mehr sein. Ich will nicht, dass du noch wegen mir mehr leidest. Es tut mir leid, Oma. Ich habe es versucht. Das habe ich wirklich. Du solltest wissen, dass du alles für mich warst. Ich hatte nur noch dich und das hat mir unendlich viel bedeutet. Du verdienst Besseres, als dir Sorgen zu machen, was Rebecca sich schon wieder antut. Das Leben ist ohne mich besser. Ich habe dich lieb. Es wird schon werden. Bro, das ist fucking crazy. Oh mein Gott, ich muss dir die Sachen vielleicht in die Hand geben. Aber ich kann die nicht in die Hand nehmen, Chat. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Digga, das ist das Inventar, Chat. Alter Junge, mir ist gerade so das Herz in die Hose gerutscht, Alter. What the fuck? Bro. Oh, sie hat was in der Hand. 10 Jahresmünze. Digga, what the fuck? Guck hier mal ins Gesicht. Hallo? Oh mein Gott, ich habe mein Mikrofon rausgezogen. Digga, ich habe mein Mikrofon rausgezogen. Oh mein Gott, ich habe mein Mikrofon rausgezogen, weil ich mich erschreckt habe. Digga, oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Wait, was ist jetzt? Okay, ich glaube, ich kann weitermachen. Alright, Chef, wir sind zurück. Wir müssen wieder an die Maloche ran. Oh mein Gott. Okay. So, jetzt müssen wir das einmal durchspielen, Chat. So, alles klar, das haben wir. Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen, alles klar. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir es jetzt einfach nur entspannt runterzocken müssen. Da wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr passieren, lol. Bro, wofür macht man das eigentlich, Chat, in Real Life? Also das ist ja wirklich wahrscheinlich sehr realistisch. Also, naja, also jetzt nicht so crazy realistisch, aber ich meine, das macht man wahrscheinlich auch. Ist das so Konservierungsstuff? Jemand schreibt G-Punkt einfach. Jemand schreibt einfach random G-Punkt. Oder diese Frau ist tot, ich muss jetzt hier nicht irgendwas stimulieren auf einmal. There we go. Alles klar, super Sache. Reiniger in den Schrank, oh nein.
Diese Tür war viel zu laut. Bro, bitte, 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 jetzt nichts Komisches, Dicker. Lass mich einfach nur dieses Ding holen, bitte. Immer diese Spielchen, Dicker, wenn ich hier bin. I can't hold anything else. Bitte, Bruder, lass mich einfach zurückgehen, bitte. Okay. Okay, Reiniger wird einmal sauber gemacht, danach muss ich Feuchtigkeitspflege machen. Okay, Chat, wir sind kurz vor Finish, wir sind kurz vor Finish. So, jetzt müssen wir nochmal der Oma das Gesicht einmal reiben. So, machen wir die Lippis, so ein bisschen die Äuglein, so die großen Nasenlöcher. Okay, wir müssen jetzt nur noch diese Frau in den Kühlschrank bringen. Also in dieses Kühlregal da. Das klingt, als wenn wir die so jetzt so neben Kinderpinguin und Milchschnitte hinpacken. Und dann müssen wir entscheiden, wer von denen der Dämon ist. Und dann haben wir es. Glaube ich. Digga, Plot Twist, imagine, wir sind selber der Dämon. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Let's go, let's go, let's go. Wo ist das Signal, Symbol? Oh mein Gott! Wir müssen irgendwo ein Symbol finden, Chat. Let's go! Ja, so ein T-looking Ding. Okay, okay, okay. TTT, ist es das? Ja, ne? Boom, mal nehmen. Achso, mal nehmen. Let's go. Was jetzt, was jetzt? Ich muss jetzt jemanden verbrennen, aber ich muss ja wissen, wen erstmal. Woher weiß ich, wen ich verbrenne jetzt? Hör, erste Tape, okay. Oh, ja, 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 das ist es. Das ist das. Okay, was ist das Passwort? Bitte sag das Passwort, Bro. Bitte sag das Passwort. Personal Belongings. Okay. Okay, okay, okay. In my personal belongings ist es anscheinend. Oh mein Gott, ist das hier gewesen? Oh mein Gott, okay. Uah, Digga, mich schüttelt's. Alright, Digga, das war so ein bisschen so. So ist die da lang gelaufen, Digga. Das war so. Kennt ihr das, wenn man so im Club, man macht so Lasso, Digga, auf so Homie? Zieht so ran und dann macht er so, oh, 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 oh. Oder wie so ein Fisch, den man so an der Angel hat. So dieser mäßige. Okay, was war es? 0828? Okay, let's go, let's go, let's go. Okay. Fuck, doch, das dritte, das hier. Emulation. Oh, 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 okay, okay, okay. Welche drei hatten wir? Wir hatten H9G. Das hier, oder? Anik? Ist es Anik? Ich glaube, das sind die vier Symbole, die wir hatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum wurde ich hierher teleportiert? Digga, what the fuck? Okay, ich gehe nochmal unten. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge wichtig ist, wo es steht, you know? Das sind ganz andere. Ich glaube, wir haben es, Chat. Ich glaube, wir haben es. Real Talk, ich glaube, wir haben es. Ja, Mann. Es ist Anik, Chat. Reihenfolge ändern. Ja, wahrscheinlich, ne? Kann ich die Reihenfolge ändern? Kann man die tauschen? Ich glaube, die Reihenfolge ist egal. Reihenfolge wichtig. Oh, meint ihr? Ich kann die nicht mehr ändern. Ah, doch, okay, ich kann andere Sachen reinmachen. Warte, warte, warte. G war da, ne? Dann. Das war da. Wir machen es mal vorsichtshalber. H rechts, 9 unten. Wo ist denn das H? Hier. H rechts, 9 unten. So, jetzt ist es perfekt. Alright, easy. Okay, was jetzt, Chef? Was jetzt?
Woher weiß ich jetzt, welche Person... Woher weiß ich jetzt, welche Person es ist? Erkenne einer dämonischen Mitsatzerin. Während es beim Lernen des Namens eher um das Warten geht, ist es bei der Identifizierung, um welchen Körper Dämonen Sitz begriffen hat, höchste Aufmerksamkeit geboten. Obgleich jeder der Körper manipuliert werden kann, ist es für Entität wesentlich einfacher, ihr eigenes Gefäß zu kontrollieren. Plötzliche Bewegungen, ob groß oder klein, können ein Zeichen für eine Besessenheit sein. Guck das Video. Okay. Bro, what the fuck? David, what the fuck? There it is. Fuck. Krass wäre, wenn die hier einen Jumpscare eingebaut hätten in das Video hier. Okay, also heißt es, ich hole da jetzt einfach mal die Leichen. Jo, wildes Game, Digga. Mich jetzt kurz mal teleportiert. Oh mein Gott, no way. Nah, bro, das ist gewollt, oder? Das ist ein Bug, oder? Es ist ein Bug! Das Game ist verbuggt! No shot! Ich muss da eigentlich drinnen sein. Was mache ich denn jetzt? Außenrum? Oh, true, außenrum geht. Ja, außenrum geht, true. Oh mein Gott, hier ist abgeschlossen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Welches ist es? Das ist ein Lichtschalter. Der geht nicht. Bro, was zum Ficken will das Game von mir? Am Fenster. Lauf weg, Digga. Was muss ich machen? Was wollt ihr mit Fensterchat? Einmal außen rum und durchs Fenster gucken, bei der, wo die Omi vorhin war? Bro, ich komm hier nicht rein, bei Gott. Bro, was muss ich machen? Schlüssel für den Keller suchen. Eine Sicherung habe ich gefunden. Warte mal. Wo, haben wir irgendwo einen Sicherungsschrank gesehen? Bro, ich wurde wieder teleportiert. Ich glaube hier, oder? Vielleicht ist jetzt hinten Licht an, Chat? Yo! Okay. Yo, let's go! Hol die Frau raus. Denkt ihr, es ist die Frau? Digga, hier ist wieder Licht. Oh mein Gott! Digga, es ist... Oh. Okay, ich nehme einfach die Frau. Oh mein Gott! Digga, ich schwöre, mich hat gerade was von hinten berührt. Digga, what the fuck? Alter, ich bin, glaube ich, am Stuhl hängen geblieben oder so. Junge, es hätte sich so angefühlt, als hätte sich jemand gezogen. Warte mal, ich muss die einfach verbrennen eigentlich, oder? Muss ich die überhaupt nach hier bringen? Ich verbrenne die einfach, oder? Ich knall die Alte einfach in den Ofen. Digga, die bewegt sich nicht. Das ist die nicht, oder?
Das ist sie nicht, Chad. Oder? Egal, wir verbrennen die einfach. Die Oma muss sterben. Die Oma muss sterben. 07, 07. Mach's gut. Ich hoffe, ich habe das Richtige gemacht. Oh, das ist der Dämon, oder? Das ist der Dämon. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Das ist er. Wir haben's, wir haben's. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Wait, what? Raymond? Okay, wir haben auf jeden Fall überlebt. A first name basis is in order. Did I make it? Ich habe nicht ganz verstanden, warum es diese Frau war, um ehrlich zu sein. For now. It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. Oder wir haben die Legende umgebracht, weil es die Oma ist. Rest. Every night can be different. I think I'm fine. Oh, sie hat sich am Anfang bewegt. Oh ja, das stimmt. Stimmt, ja, guter Call. Ja, ja, true. Danke, Chad. Das hat Chad gecarried. Das hat Chad gecarried. What are you? Oh no. You chose the wrong body. No! No! No way! No way! No fucking shit! Drinking is nuts for me! Nein, if I catch it! What the fuck shit? Holy shit. Junge, eingepackt, Amazon-Karton. No way. No fucking way. No fucking way. Oh mein Gott. Es gibt 5 verschiedene Enden, Chat. Wir haben Ende 3 von 5 bekommen. Bro, das war ein funny one. Es war ein Mix aus lustig und gruselig. Es war all in all ziemlich solid, würde ich sagen. Ich würde sagen 8 aus 10. Ich mochte das. Ich mochte es auf eine weird Art und Weise, you know? Ja, in dem Sinne, schönen Abend noch, Männer. Macht's gut, ciao, ciao.